That fur coat is gonna catch one hell of a cold. Do you wanna ride? Sie sind Amerikaner. Ich spreche nicht mit Amerikanern. Am I American? Really? Hey, ich schätze, Sie haben recht. Lustig, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Haben Sie Hunger? Wie wär's mit einem American Hamburger? Um Himmels Willen, jetzt steigen Sie ein. Sie werden sich den Tod holen bei dem Wetter. Wieso sprechen Sie so gut Deutsch? Steigen Sie ein, oder ich sag's Ihnen nie. Finden Sie mich etwa lustig? Wir haben viel Temperament. Verlieren Sie es bloß nicht. Keine Angst, ich bin schon so auf die Welt gekommen. Die sagen, ich soll dich hassen, weil du Deutsch bist. Aber das werde ich nicht tun. Ich weigere mich. Das ist doch alles nur Zufall. Ich hätte du sein können und du ich. Die wollen nicht, dass wir so denken. Aber sie haben Unrecht. Ich weiß, dass sie Unrecht haben. We have an appointment with Mr. Stelson. Yeah. Miss Neff has an appointment she can enter. You have to wait for her here soon. Sorry, I'm her husband. I really need to come with there's her. There's no exception. I know you're doing your job, but you have to wait here. Geh schon. Ich will da nicht alleine rein. Du schaffst das schon. Die sind gerade angekommen. Rat mal von wem. Hat ein üppiges Spesenkonto, dein Regisseur? Tut mir leid. Ich glaube, Willi Forst hat sich in mich verliebt. Ich kann es riechen. Stimmt es, dass du gestern eine Nacktszene gedreht hast? Ich weiß es. Von deinem Fahrer. Du hast gestern eine Nacktszene gedreht. Sie ist ein Aktmodell. Also haben wir uns entschieden, dass sie dann auch nackt sein sollte. Als Aktmodell. Außerdem ist sie eine Prostituierte. Außerdem ist sie eine billige Nutte. Wo ist zu Hause Kurt? Sagt man nicht dort, wo das Herz ist. Dieser Regisseur oder ich. Alter. Das ist die Wahl. Ich verlange eine Entscheidung von dir. Ich kann einfach nicht. Der Mo hat seine Schuldigkeit getan.